Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von 60 Parsecs. Wir starten direkt in ein neues Abenteuer und das letzte Abenteuer haben wir, glaube ich, mit 26 Tagen beendet, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, wir nehmen diesmal die hier. Stärke haben wir jetzt nicht so oft gebraucht, ne? Überleben wir 30 Tage mit voller Besatzung. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir das schaffen. Ne, Megan Man, wir packen das schon. Wir nehmen einfach alles mit, was geht. Wir brauchen ganz, ganz viel zu essen und maximal 2 Personen nehmen wir mit. Sonst ist das zu viel. Okay, ich bin bereit für den Sprint. Legen wir los. So, direkt hier alles mitnehmen. Mal reinwerfen kann ich noch gar nicht, ne? Habe ich hier noch irgendwo ein Süppchen? Ja. Okay, es kann losgehen. So, das ist ja nur Energie, ne? Intelligenzbestie will ich diesmal nicht mitnehmen. Rüstung kann ich auch nicht mitnehmen. Schaufel, wir nehmen dich mit. Oh, das Telefon ist, das Telefon ist 3 Hände schwer. Oh Gott. Oh, und schon verkackt. Und schon verkackt. Oh, ich muss viel mehr Essen mitnehmen und alles, ne? So, das brauchen wir auch. Wir haben doch keine Leute mitgenommen. Ich muss mindestens einen mitnehmen. Wo ist der Dicke? Auf den Dicken. Oh Gott, das wird ein Alleingang. Hier muss doch irgendwo der Dicke sein. Ich kann so nicht gehen. Alleine gehe ich nicht. Nee, nee. Alleine kann ich nicht. Oh Gott, wo ist der Dicke? Versuchen wir es nochmal. Ich habe den Dicken nicht gefunden. Ich habe den Dicken nicht gefunden. Den wollte ich gerne mitnehmen. Bevor ich jetzt eine Woche verschwende, damit irgendeinen Scheiß abzuziehen, weißt du, mache ich es lieber nochmal. Okay, nächster Versuch. So, nehmen wir das Söckchen mit. Nehmen wir das Ding mit. Nehmen noch ein Süppchen mit. So, eigentlich guckt man sich ein bisschen um während der Zeit. Aber naja. Ich hätte auf die andere Seite laufen sollen, Mist. Okay. Suppe. 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 Nebenbei den Großen suchen. Okay, der ist hier auf jeden Fall nicht. In der Küche ist sehr, sehr viel Essen. Aber ich glaube, ich habe Mopsy gefunden. Der ist da in dem Raum. Wie komme ich da hin? Das ist hier die Frage. Ah, von da hinten, okay. Dann nehmen wir die Intelligenzbestie auf jeden Fall mit. So, ich bin voll am Zittern. Komm zu Zittern, Zero. So. Nehmen wir noch ordentlich Essen mit, ne? Oh Gott, das wird knapp. Jetzt schnell! Oh Gott, ich schaff's! Oh. Oh. Heilige Scheiße. Suppe. Kann bis zu 737 Jahre gelagert werden, auch im All. Oh. Ich habe ordentlich Essen eingepackt. Wir haben mindestens 9 Suppe. Mindestens. Damit müssten wir eigentlich klarkommen. 2 Leute. Habe ich Medizin mitgenommen? Ich weiß es nicht. Tag 1. Okay. Wir haben Suppe. 11 Stück. Wir haben das Ding. Das Artefakt ist am Anfang wichtig, finde ich. Wir haben die Rüstung. Wir haben eine Socke. Wir haben Erste-Hilfe-Kasten. Ich glaube, uns geht's gut. Gute Neuigkeiten, Captain. Das Shuttle ist bereits mit einem Notfallvorrat an Nahrung ausgestattet. Oh. Oh, ist das gut. Captain, alle Missionen der Astrobürger beginnen mit einer mutigen Rede. Okay, wir haben einen Stärketypi und eine Schnelligkeitstypi. Ich muss das prüfen. Wendig, passabel, passabel. Beweglichkeit ist bei beiden passabel. Dann machen wir passabel.
Passabel, dann machen wir Beweglichkeit. Was rede ich denn da? Ich mache alles passabel. Okay. Tag 2. Das muss eine gute Rede sein. Guck mal, wie sie da schon sitzt. Mit ihren Klunkern. Noch nie zuvor hat jemand eine Rede mit solch Inbrunst gehalten. Zumindest kein Captain in einer Raumkapsel. Du hast davon gesprochen, Schmied deines eigenen Glückes zu sein und zu überleben. Es klang wirklich, als wüsstest du, wovon du da gesprochen hast. Tust du das auch? Ein toller Auftritt, Captain. Noch vor Ende der Rede begann deine Besatzung zu jubeln. Lang lebe unser Captain, erfüllte die Kapsel. Wenn irgendein Geräusch durch die lautlose Leere außerhalb deines Schiffes reisen könnte, das wäre es gewesen. Eines steht jedenfalls fest. Du bist bereit für jede Herausforderung, die die Galaxie für dich bereithält. Captain, das Herstellungsmenü, bla bla, ja, ja, okay, kennen wir schon. Du bist jetzt an der Spitze deines geistigen Leistungs. Hohoho. C, wachsam. Fängt gut an. Okay. Siehst du diesen Tresor da in der Ecke, Captain? Das ist der Tresor des Captains. Er ist für dich bestimmt. Sicher hast du den Code. Nein. Logikchip überhitzt. Systemfehler. Wurdest du wirklich von Astrobürgern? Führungsstab zum Captain ernannt? Im Zweifel für den Angeklagten, zumindest vorerst. Da du den Code nicht besitzt, willst du den Tresor mit Gewalt öffnen oder willst du dich lieber auf deine Fingerfähigkeit verlassen? Machen wir das mal so. Und dann gucken wir, was bei rauskommt. Zack. Ich hab's im Urin, Freunde, das wird eine richtig gute Runde. Guck dir das an. Also Thema Tresor, du hast es geschafft, den Code zu knacken. Ich wusste doch, dass du deine Finger flink genug sind, um das zu schaffen. Wer hätte das gedacht? Ein Standardfeuerzeug für Astrobürger, vielleicht sogar das letzte seiner Art. Aber wehe, ich erwische dich dabei, dass du hier irgendwelche Feuer legst, Captain. Na super, ein Feuerzeug haben wir jetzt auch. Wo sehen wir es überhaupt? Wo ist das Feuerzeug? Da ist das Feuerzeug. Ach schön. Es läuft richtig gut. Ich habe keine Ressourcen mitgenommen. Ah. Naja. Diesem Shuttle fehlt der elektromagnetische Schutz, über den größere Raumschiffe verfügen, oder einfacher gesagt, es wurde nicht für lange Weltraumreisen gebaut. Das bringt natürlich einige geringfügige Gefahren mit sich, für deine Haut, um genau zu sein. Erinnerst du dich daran, wie deine Mutter dich immer darauf hingewiesen hat, dass du dich am Strand mit Sonnencreme einschmieren sollst? Nun, hier draußen ist es wesentlich wahrscheinlicher, sich einen Sonnenbrand einzufangen. Gibt ja auch keine Atmosphäre, die dich schützt. Ich möchte wirklich nicht nörgeln, aber in unserem Erste-Hilfe-Kasten ist Sonnenschutz. Würdest du den bitte, bitte nutzen? Komm, es läuft so gut, ich nutze den direkt. Ich habe zwar jetzt keinen Erste-Hilfe-Kasten mehr wahrscheinlich, weil er weg ist. Aber besser als direkt krank zu sein am Anfang der Reise. Ja, Erste-Hilfe-Kasten ist weg. Das Auftragen der Sonnencreme hat dich sehr beruhigt. Dass du direkt eine zweite Fura hergestellt hast. Du kannst Zinkoxid mit einigen anderen Mineralien vermischen und zack, Sonnencreme. Keine Verbrennung und keine Tränen mehr. Okay, vielleicht doch ein paar Tränen. Aber wenigstens nicht aufgrund deines Hummerterrors. Okay. Aber ich kann Suppe herstellen. Ich würde mir lieber einen Verbandskasten herstellen. Naja. Oh nein, Captain. Einer der Spinde klemmt und lässt sich nicht öffnen. Schlimmer noch, das ist mein Lieblingsspind. Wenn wir nichts tun, verlieren wir den Zugriff auf einige unserer Vorräte. Außerdem wäre ich traurig. Du musst etwas unternehmen, Captain. Willst du dieses Problem mit Muskelkraft oder Hirnschmalz regeln? Hirnschmalz. Es läuft richtig gut. Ich bin begeistert. Alter, wenn ich jetzt da noch irgendwie was rauszwicken kann, bin ich glücklich. So, ja, mehr Suppe für uns. Was? Minus 2? Leider muss ich dir mitteilen, dass es dir nicht gelungen ist, den Spind zu öffnen. Ich bin schwer enttäuscht. Du hättest eine Menge kreative Ideen, aber keine davon funktioniert. Kreativ ist ein Synonym für dumm, wenn mich meine Wortschatz-Subroutine nicht täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir gerade erst gestern einige unserer Essensvorräte in diesen Spind umgelagert. Diese Suppe ist für uns jetzt genauso leicht zu erreichen wie die Erde. Okay, alle haben Hunger. Ist jetzt aber noch nicht so wild. Ich lasse die jetzt noch mal ein, zwei Tage hungern. Captain, bisher habe ich im Shuttle für künstliche Schwerkraft gesorgt. Dafür nehmen wir die Troller, weil die schnell ist. Ich glaube, das hat gut funktioniert beim letzten Mal mit der Schwerkraft. Das ist jetzt ein Schwerkrafttraining für alle, die neu dabei sind. Und ich glaube, die mit den flinken Füßen ist ganz gut dafür geeignet. Frage ist, soll ich immer alles vorlesen, auch wenn wir es schon kennen?
Jeder hat den Schwerelosigkeitstest nicht bestanden. In dem Moment, in dem ich die Rotation des Shuttles deaktiviert hatte, geriet sie in Panik und begann wie ein Fisch im Trockenen zu zappeln. Die Vorräte des Shuttles haben für die Unbeholfenheit von Dede bezahlt. Einige Gegenstände wurden ernsthaft beschädigt. Es scheint, als hätte das Astro-Bürger-Programm mehr in das Schwerelosigkeitstraining investieren sollen. Kann ein bisschen was reparieren. Scheiße. Alles kaputt. Ah. Natürlich kannst du dir Astroburger Werbematerialien durchlesen, wenn dir langweilig ist, aber nein, leg ihn nicht an. Captain, du hast soeben den Gewichtsbeobachter 1000 um dein Handgelenk geschnallt und ausgelöst. Das ist nur ein defektes Werbegadget. Wenn du dich jetzt im Spiegel anschaust, siehst du eine schwabblige Bulldogge. Dieses Ding soll dich dazu motivieren, abzunehmen. Hör auf, dich an deinem Ohr zu kratzen oder zieh vorher wenigstens den Schuh aus. Übernimm lieber etwas dagegen. Das Schiff braucht einen Captain. Mit der Puppe? Was soll ich denn mit der Puppe machen? Ich hab die Puppe verloren, ey. Der Gewichtsbeobachter 1000 hat dich im Spiegel eine schwabblige Bulldogge sehen lassen, um dich so zu erschrecken, dass du eine Diät beginnst. Das ging nach hinten los. Du hast die Verwandlung in einen Hund direkt verinnerlicht und stolz dein Revier markiert. Oh, und du hast eine Socke angegriffen und sie leidenschaftlich zerrissen. Die Batterien des Gewichtsbeobachters ist schnell leer geworden. Du hast die Socke wieder ausgespuckt und bist aufgestanden. Wirklich glücklich über deine wiedererlangte Menschlichkeit sahst du aber nicht aus. Falls es dir damit besser geht, im Schlaf willst du immer noch. Du bist immer noch hellwach. Reparatur abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar. Artefakt. Du bist am Verhungern, Captain. Dede ist am Verhungern. Baby ist am Verhungern. Dann kriegt ihr alle Essen hier. Alle. Super an alle. Jetzt habe ich nur noch 6. So gut wie es anfing, ist es jetzt aber nicht mehr, ne? Aber wir sind schon Tag 7. Wobei wir haben keinen Kommunikator dabei, ne? Langzeitraumfahrten bergen viele Risiken für die körperliche Gesundheit, von Muskelatrophie über Faulheit bis hin zur berüchtigten natriumreichen Ernährung. Ich bin besorgt, dass sich die körperliche Verfassung der ganzen Besatzung seit Beginn unserer kleinen Reise verschlechtert hat. Ich empfehle ein tägliches Trainingsprogramm, für das ihr lediglich euer eigenes Körpergewicht braucht. Dafür benötigt ihr keinerlei Ausrüstung, nur die Schwerkraft. Wer meldet sich freiwillig? Baby meldet sich freiwillig. Baby kann das bestimmt ganz gut, auch wenn er hungrig ist. Muss ich noch irgendwas reparieren? Brauchen wir irgendwas ganz dringend? Wir brauchen die Rüstung. Jetzt haben wir die Rüstung zumindest repariert. Und dann hoffen wir, dass wir das jetzt geschafft haben. Oh, plus 2 Nahrung. Die Haltung vom Baby war tadellos. Klimmzüge, Planken, Kniebeugen und Ausfallschritte in dieser Umgebung. Er hat mit den Ersatzteilen des Shuttles sogar noch mehr Gewicht hinzugefügt. Schwitzend und brüllend hat Baby das Training wie eine leere Suppendose zerschmettert. Das automatisierte System berechnete zusätzliche Zuwendungen, die ein vorbildlicher Astrobürger erhält. Ein verdeckter Spender öffnete sich und spuckte 2 Suppendosen aus. Ich bedauere es zu vermeiden, dass dies die einzigen 2 Dosen sind, die an Bord dieses Schiffes versteckt waren. Oder vielleicht doch nicht? Dede ist dir gegenüber immer noch loyal. Sehr schön. Dede, ja, ziemlich hungrig. Ich denke mal, hungrig. Wir sind alle nur so ein bisschen hungrig, ne? Sieht so aus, als hätten wir einen Leck, Captain. Die Sprinkleranlage hat sich selbstständig gemacht und jetzt wird absolut alles nass. Du musst etwas unternehmen, bevor unsere Vorräte komplett absaufen. Beeil dich, du hast keine Zeit zu verlieren. Das machen wir mit Intelligenz. Du musst die Wasserzufuhr über das Hauptventil unterbrechen und die Sprinkleranlage vorübergehend ausschalten. Ich meine, ich habe nicht umsonst so viel Intelligenz, oder? Jetzt sind wir schon Tag 9 und haben immer noch keinen Planeten in Sicht. Das lief aber so gut. Es war so eine schöne Runde. Du hattest Erfolg, Captain. Du warst klug genug, die Sprinkleranlage auszuschalten. Wie macht man das? Drehen?
sobald die Überflutung anfing. Das hat dir genug Zeit verschafft, um die Sprinkler zu reparieren. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unsere Vorräte in Sicherheit sind und die Wasserreserven nicht beeinträchtigt wurden. Baby lässt dich wissen, dass er dich sehr als Captain schätzt. Alle noch hungrig? Ist jetzt nicht so wild. Achso. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein oder viel schlimmer noch eine neue Art Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen die Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte unser Überleben davon abhängen. Das mache ich, wegen meiner Intelligenz. Das kriege ich hin. Ich brauche einen Planeten. In der letzten Runde waren wir bei Tag 10 schon auf einem Planeten. Errungenschaft freigeschaltet, Friendzone. Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum, das kennen wir schon. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis, ja. Du bist am Verhungern, Dede betrachtet sich als eine Freundin von dir. Dede ist am Verhungern, Baby ist am Verhungern. Für alle einmal essen. Wir haben immer noch kein Zuhause gefunden. Stärke haben wir. Was mit unserer Intelligenz? Oder geht's hier nur um Dede? Um Baby. Ich glaube, es geht hier nur um Baby. Captain, Zeit für die größte Ehre an Bord. Die unentbehrlichste Aufgabe in diesem Shuttle: den Boden wischen. Von geschmolzenen Teertröpfen hin bis zu kleinen Brandflecken. Das Shuttle hat eine Reinigung bitter nötig. Baby scheint Zeit zu haben. Wirst du ihn bitten, seinen Muskelschmalz zu verwenden? Oder soll er aus den Sachen an Bord ein Reinigungsmittel zusammenbrauen? Ich weiß nicht, lass den lieber nicht irgendwas zusammenbrauen, der ist so dämlich. Ist nicht so cool. Tag 11. Du hast Baby befohlen, aus allen Vieren den Boden zu reinigen. Auf allen Vieren heißt das wahrscheinlich. Genau das, was ein perfekter Anführer der Astrobürger tun würde, Sir. Als respektvolles Besatzungsmitglied hat Baby auf den Befehl gehorcht und selbst das letzte Körnchen direkt auf den Boden weggewischt. Sauberes Shuttle, fröhliche Astrobürger. Oh, sehr schön. Ja, wir sind alle gut befreundet. Ein bisschen hungrig. Aber ist nicht weiter schlimm. Wie wird das Essen ausgehen? Scheiße. Ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche einen Planeten. Captain, das musst du dir anschauen. Die Scanner haben einen Behälter aufgespürt, der in unserer Nähe... Oh ja. Schwebt. Was da wohl drin ist? Wir sollten versuchen, ihn an Bord zu holen. Wir haben nicht mehr so viel Essen. Wir brauchen noch eine Dose, damit ich alle versorgen kann. Zweimal. Ich brauche diesen Kommunikator. Ohne Kommunikator kommen wir auf keinen Planeten. Die geheimnisvolle Ladung, die in unserer Scanner gesteckt, gestern entdeckt hatte, ist nun an Bord. Öffnen in 3, 2, 1. Er ist leer. Was für ein Reinfall. Baby bleibt dein Freund. Gestern Nacht habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das warum tut nichts zur Sache. Achso, das warum tut nichts zur Sache, aber jetzt pass auf. Ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Alle Shuttles des Astrobürger-Programms sollten planmäßig mit einem davon ausgestattet werden. Bei unserem fehlt ein Hebel, aber ansonsten scheint er zu funktionieren. Du solltest in der Lage sein, den Automaten zu reparieren. Das ist schließlich kein Hexenwerk. Aber wie? Ich habe leider nichts. Tschüss. Tag 13. Ohne Planeten. Ein Planet! Oh! Währenddessen du geschlafen warst, habe ich eine Abstimmung abgehalten und 1-0 gewonnen. Magie 1. Ich meine, der Automat musste weg. Sie hätte mich sonst mit ihrer eingeschränkten Programmierung und den ständigen Essensnachfragen in den Wahnsinn getrieben.
du hast keinen Grund, sauer zu sein. Sie hat dir schließlich auch keine Suppenration abgegeben. Wenn du jetzt aus der Luftschleuse schaust, kannst du ihr immer noch zum Abschied winken. während sie davon schwebt. Wenn du natürlich mit dem Sortiment an Maschinen auf diesem Schiff unzufrieden bist, dann kannst du natürlich gerne ein Beschwerdeformular Nummer Thanks 1138 einreichen. Deine Einwände werden geprüft, sobald du die Heimatwelt erreichst, du undankbarer Schnösel. Du bist am Verhungern, Captain. Ja, sind alle am Verhungern, ne? Mhm. Wir haben noch 2 Dosen. Wir sind 13 Tage schon unterwegs. Ma'am, etwas Riesiges ist auf unserem Scanner aufgetaucht. Ein finsterer Planet mit tosendem Himmel ist vor uns erschienen. Er wird von einem immensen Unwetter heimgesucht, aber unter den dunklen Wolken konnten meine Scanner vage und unklare Wärmesignaturen und mehrere Bauten aufspüren. Selbst eine Welt voller Donner ist vermutlich eine Verbesserung gegenüber diesem irrsinnigen leeren Vakuum. Soll ich das Landeprotokoll initiieren, Captain? Auf jeden Fall, wir müssen irgendwo landen. Ich würde zwar ungern wieder auf diesem Planeten landen, aber... Auf zum Fallout-Planeten, würde ich sagen. Tag 14. Aber uns geht's gut. Bei unserem Landeanflug auf den von Unwetter heimgesuchten Planeten wurde deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein normales Gewitter handelte. Es war allgegenwärtig und finster wie eine Decke aus wirbelnden Schatten. Das ist der nukleare Sturm. Der Flug verlief holprig, aber du hast es geschafft, unser Raumschiff an einem sicheren Ort auf dem Planeten zu landen. Den einzigen Preis, den wir dafür zahlen mussten, war unsere Kommunikationsausrüstung. Sie ist während des Fluges durch die atmosphärische Elektrizität durchgebrannt. Von hier unten ist eines allerdings klar, das ist kein Unwetter, es ist irgendwas anderes. Die Oberfläche des Planeten hat viele Kriege erlebt und diese sind nicht nur auf atomare Katastrophen beschränkt gewesen. Wir sollten beim Erkunden vorsichtig sein, Captain. Du siehst fantastisch aus, Captain, jetzt strotzt du vor Energie. Dir ist ziemlich hungrig, Baby hat Hunger. Okay, gucken erstmal. Captain, Besatzungsmitglied Dawkins starrt dich an und lächelt dabei. Und das schon seit einer Weile. Um ehrlich zu sein, ist das etwas beunruhigend. Sie sagt, sie möchte nur plaudern und dich etwas aufmuntern, weil du ein wenig betrübt aussiehst. Ich glaube, Dede versucht nur, eine gute Freundin zu sein. Aber Captain, du bist im Moment beschäftigt mit Captain-Dingen. Du weißt schon, du magst hier zwar der Boss sein, aber ich denke nicht, dass du deine Arbeit für sinnlose Plaudereien vernachlässigen solltest. Möchtest du dich mit deiner Besatzung unterhalten? Ja, klar. So, und dann gucken wir mal, was haben wir hier zur Auswahl? Ah, Chance auf Mineralien. Was brauche ich nochmal, um Dosen herzustellen? Okay. Aber für die Kommunikation brauche ich Steine. Was haben wir hier? Das kennen wir alles schon, ne? Sprengstoffstadt. Wir müssen hier hin wegen dem Zeug. Wir kriegen eine Puppe und alles. Okay, ich habe aber keine Waffe. Aber wir sind brutal genug. Wir nehmen die Rüstung mit. Und die bloßen Hände. Hoffen wir, dass das was wird. Tja, Freunde. Wie es auf diesem Planeten weitergeht, das erfahren wir morgen in der nächsten Folge. In Tag 15. Haut rein, euer Zero. Tschüss.